Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zur dritten Aufnahme vom Royal YouTuber Beef. Ich begrüße jetzt nicht mehr die Führungsspitze, sondern ich beginne jetzt mal von ganz unten an, einmal mit dem Cornelius-Track, der Schlusssicht unserer Royal YouTuber-Kampagne. Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid. Also, ihr dürft ruhig jetzt unten in die Channels, in den Chat schreiben, er ist kacke. Jetzt begrüße ich auch noch den, der mir gleichgestellt ist, auf dem zweiten Platz, den Heiko. Hallo Leute. Und leider der an der Spitze ist, einmal den Naschlapp. Guten Tag. egal. Gut, haben wir schon ungefähr, glaube ich, die Verhältnisse festgelegt. Die Zeit geht da unten schon los, warum auch immer. Ja, ich weiß nicht, wie man auf bereit drückt, also ist das, glaube ich, mit der Maus einfach draufklicken, habe ich jetzt gemacht. Ah, okay, ja, ich habe doch hier meinen Deluxe Xbox Controller. Wir warten sowieso immer auf Heiko, von daher. Ah, verdammt. Ja. Ja, Heiko ist halt geistig nicht der Schnellste. Ja, eben. Ja, jetzt gib mir noch die 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Ja. Da fängt die Revolution an. Ja, via Revolution. Kartengenerator? Was ist das für ein Scheiß? Ja, das weiter. Hast du jetzt da aktiviert? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, Zufallskarte anzudrücken. Mist. Hm. Egal, ich habe jetzt einfach die erste Karte genommen, die da war. Oh Gott, diese Kuh. Oh Gott, diese Kuh. Ja, oh Gott, diese Kuh. Wer hat da Schnauzbärte? Ich. Okay. So, ja. Fängt. Ist rot. Ah, da ist ein Cornelius Jack. Was machen wir wohl mit dem? Oh Gott, nein, Herr. Ist ja nicht ohne Grund Cornys Armee hier. Oh? Achso, ich kann keinen Baseballschläger nehmen. Was ist das denn für eine Scheiße? Da musst du halt Feuerfaust nehmen oder sowas ähnliches. Du kannst einfach sein lassen und das Ölfass zerschießen. Ja, zum Beispiel. Leck mich! Und er voll in die Fresse! Boring. Ach, Cornelius, ich glaube, ein Wurm von dir ist gestorben. Ja, ich sagte doch, das mit dem Zufallsmodus ist nicht ganz so schlau. Ja, das ist das Lustige, weil Cornelius hat gerade davon gepredigt. Hat gemeint, nein, Cornelius ist voll. Oh oh! Kati, nein! Da kommt auch schon die Rache! Ja, eben. Ich glaube nicht, dass die Granate notwendig ist. Doch, die ist notwendig. Achso, schade, ich dachte, der wirft mir jetzt weg ins Gesicht. Ja, ich hab gedacht, das geht voll in die Hose. Schade. Das ist ein klassischer Fall vom Overkill. Ich glaube, du hast schon Wurm verloren. Oh nein, was ist hier los? Oh, oh, guck mal, der Bowman. Alter. Hier, die Lady hier. Was soll ich denn machen? Ich hab keine Ahnung, ich bin so... Er muss, oh Gott, Umschalttaste drücken. Ja, ja. Was nehmen wir denn... Ich hab doch keine Ahnung, in dem Fall muss ich den halt irgendwie anderschwellig töten. Dynamit! Dynamit ist eine gute Wahl! Dynamit ist in dem Fall eine echt beschissene Wahl. Das ist ein Uzi. Da. Oh, nicht schlecht. So. Ja, da kann sich jetzt aber gleich hier unser guter Freund Naschlapp erstmal rächen. Nee, kann er nicht. Das kommt er nicht hoch. Naschlapp, du kannst doch mit dem Tauschen da bestimmt oben, dann kannst du den da den Chuck Norris runterkicken. Du könntest auch einfach Heiko und Yannick wegkicken. Nein, nicht Heiko und Yannick, das wäre unfair. Yannick hat nichts damit zu tun. So, ja, zwei Runden waren für Baseballknüppel, aber ich glaube jetzt einfach mal die Flammenfaust wird's. Aber die wird's machen. Nee, Chuck Norris, der kann auch nichts dafür. Hab ich übrigens auch nur genommen, weil ich gedacht habe, wenn man schon Heiko, Yannick und Chrissy in ein Team nimmt, da gibt's nur eine Person, die da mithalten kann. Genau. Chuck Norris. Ja, Chuck Norris ist aber gerade nicht mehr am Leben. Der schlechteste von uns drei. Hey Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das läuft jetzt schon verdammt schlecht. Warum hat jetzt Naschlapp immer noch... Oh nein, was machst du da? What? Klatsch, das war die... Warum geht das Ding schon hoch? What the fuck? Ich bin da noch gar nicht dran gewesen. Da hat jemand nicht aufgepasst. Ja, ich hatte gedacht, dass ich es nur berühren muss wenigstens. Das Problem, du hast gedacht. Pimmel. Ja, fick dich. Komm, lass kill Naschlapp. Ja. Da ist der Lister. Lister und Prince. Wenn jetzt Lister so auf die Ding drauf kriegst, dass er eine Bombe auslöst. Ja! Oh, sogar beide. Wie gut! Hast du Glück gehabt, dass ich dich schon eben hochgejagt hab? Ja. Danke, West. Ja, leck mich. War das geil. Ich sehe schon, welche zwei Würmer demnächst fliegen werden. Ja, ich glaube, so ein Schlag ins Gesicht, das wäre nicht schlecht bei der Lady.
Ich weiß jetzt nur nicht genau. Feuerfaust. Feuerfaust. Feuerfaust reicht vollkommen aus. Feuerfaust reicht aus. Ja. Feuerfaust. Hat der Feuer auch ausgereicht? Ja. Gut, weiter. Das Spiel ist so geil. Platsch. Ein Geschenk der Götter. Yay. Das ist dieses Geld, ne? Na, schade. Schade, das wäre so ein schöner Double Kill gewesen. Ja. Der Nachschlapp muss ja nicht immer Erster sein, das wäre ja auch mal ganz nett. Ja, es wäre ein bisschen langweilig geworden. So. Nein, lass Green in Ruhe. Green kann nichts dafür. Ja, aber guckt euch mal, wo die Waffe da drüben liegt. Rechts von euch. Ja, ja. Naja, die ist so geil. Für Opfer. Es wird eine Mega-Explosion an der Stelle dort. Zwei Minen und eine Waffe. Lass Lister in Ruhe. Ach, Green meine ich. Ja genau, Dynamit, leck mich. Oh, du so lachst, wenn du jetzt genau nicht wegkommst. Schade. Der ist da leider schon high skilled und oh Gott. Improved. Nein! Ja, nein, es hat nicht gereicht. Hat nicht für die Mine gereicht. Schade. Ah, das ist aber gar nicht mal so verkehrt. Musst, best wechsel unbedingt zu dem einen und dann holt da Dynamit rein oder sowas. Oder irgendwas, was sich da unten durchgräbt, dass sie da eben nach unten gehen. Er nimmt einfach das Spiel. Ja, du hast grad... Nein, ich hab's verkackt. Er hat's verschwendet. Ja, ich hab's jetzt mit einer Wasserpistole reinschießen. Ja, ich komm nicht hoch. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Chrissy würde gern in Ruhe weiterleben. Er hat wirklich nicht viel Schlimmes getan in seinem Leben. Auch scheiße. Er kommt nicht hoch. Nein! Das war jetzt so ein klarer Ich bin so am Verkacken. Was machen wir jetzt hier? Schade, ich habe leider keine Wasserwerfer. Okay, ich kann damit leben. Ich komm, das ist nicht asozial. Das ist so richtig asozial. Oh. Nein. Oh, schön tief ja, okay. Gefallen. Es geht noch, geht noch. Ah, das sieht aber nach einem ganz klaren Rennen hier für Cornelius aus. Wollte ihm diese drei Punkte überlassen? Ich weiß ja nicht. Letzter. Ja, also, ohne. Dann. Ja, und? Ja, ist es allemal besser, als dass du das Ding gewinnst. Naja. Also, Heiko, ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal Naschlapp raus und dann Cornelius, oder? Ja, ich würde mal sagen, wo ist denn hier das Jetpack? Ah, hier. Der muss ja so denselben Weg einschlagen wie du. Du musst nach oben drücken. Ah, okay, ich muss nach oben. Oh. Ja, jetzt hast du auch verkackt. Okay, wer lacht denn da so laut? Ich nicht, das ist der Cornelius. Okay. Werf eine Granate nach oben oder sowas. Ja, ich lieber nicht. Ich hab damit sowas. Okay, mit der Bazooka würde ich es machen. Mit der Bazooka reicht eigentlich. Du musst ja nur die Klippe da treffen, hast nicht mal Wind. Echt? Ah, nein! Getan, nicht Teleporter. Ich will mich teleportieren. Also, teleportiere ich einfach mal 50 Meter in die Luft. Hä? Dann gehst du dahin, wo du hin willst. Ja, oh Gott, nein! Du hast zwei Leute wegteleportiert. Wohin? Oh Mann. Was hab ich getan? Du hast dich einfach selber wegteleportiert, ein Stückchen nach oben. Okay, ja, ich bin halt high skilled in dem Spiel hier. Nein, es kriegt ja nur direkt den anderen und aus dem Double Kill wird schon wieder nichts. Oh, aber es wird mir nichts. Toll, jetzt stirbt mein Green. Lenkrakete ist erst nächste Runde dran. Schade. Wäre auch ein bisschen früh, oder? Luftangriff ist auch erst in drei Runden dran, schade. mach ich werde verlieren, ich sehe das. In 3D-Worms gibt es so ein Ding, da steigt der Wasserpegel ziemlich stark an, das wäre hier echt witzig. Ja, das ist so ist eigentlich ganz cool. Das macht es ja spannend. Lass mein Green in Ruhe. Weiß nicht. Eigentlich musst du nur stupsen. Ja, das ist richtig asozial. Oh, das reicht ja schon eigentlich. Come on, man. Jetzt ist er tot. Das war jetzt Overkill. Der kriegt nicht mal die Kiste. Die kriegt er sowieso nicht. Aber, ja. Oh, dann auch noch. Oh. Ja! Ah, wie gut. Wie gut. Okay. Wie gut. Das ist richtig nice. Cool. Die Jungs haben auch überlebt. Ah, das ist ja. Und ihr könnt ja auch nicht mehr gleich. Best, da musst du dich jetzt irgendwie durchgraben. Irgendwie, egal. Wie. Warum ist Prince nicht gestorben? Der hat doch gerade eben mehr als 50 abgezogen bekommen. Ja, irgendwie. Das irgendwie. War. Hättest du sogar mehr als 70 abgezogen der bekommen. Der cheatet sogar in Warm. Sieht man ja. Hier. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Oh. Ja, das ist schon schlau. Das ist schon schlau, ja.
Oh, ja. Das war richtig gut. Naja, was heißt richtig gut? Das war mal an der Seite, da hätte er eh keine Überlebenschance gehabt. Ja, ich hätte bei sowas gefällt, glaub mir. Nee, nicht bei einer Buchrakete, da kannst du echt nicht fällen. Oh nein, Jenny! Du hättest sie retten können, aber gut, ich weiß dazu nichts. Ich wäre viel zu hoch geflogen. Hm? Ach, der Baseballschläger ist jetzt da. Ja. Nee. Komm, schmeiß Jenny nicht weg. Jenny will doch nur leben. Naja, Jenny tut ja auch nichts. Du weißt ja, wie er über dich gespottet hat. Nein, Jenny! Platsch! Jetzt habe ich nur noch einen Wurm. Die geht zwar immer noch besser als Naschlapp. Ja, wieso? Ich habe noch zwei Würmer. Einer davon hat einen mehr als du. Ja, na und? Der steht an der Klippe. Ich muss jetzt nur eine Granate runterfallen lassen. Nee, das so. Münzen, was bringen die Münzen? Ja, du kannst die Sachen verkaufen. Kannst du im Spiel kannst du holen. Janik, du musst eigentlich nur eine Granate runterwerfen. Du kannst du gewinnen. Eigentlich. Ach, Janik, Heiko, ja. Ja. Oder du nimmst die Lenkrakete und kickst den Cornelius hinten von der Klippe runter, das wäre noch besser. Ja, dann kannst du dir der hat mich ja gerade eben mit dem Baseballschläger runtergeschossen. Oh, ihr müsst mal überlegen, klar, ihr könnt musst bedenken, wenn jetzt Naschlapp ausschaltet, dann ist das nicht mehr da. Das ist ja keine Gefahr mehr. Es tut mir echt leid, aber ich fail eh, ich bin Worms immer schon schlecht gewesen. Nicht weit werfen, kurz. Also ich sag's mal so, von der Sinnhaftigkeit ist das, nein! Das ist eine Clusterbombe. Ja, okay. Voll peine, nein, das war jetzt nicht so scheiße. Du hättest voll doll werfen müssen eigentlich. Nee. Nein! So, jetzt musst du eigentlich eine Granate da oben in das Ölfass reinwerfen. Oh. Das wird eine Massenexplosion dort und Maisie erwischt sein. Naschlapp ist der Einzige, der da unten mit zwei Dürmen auf einem Haufen hocken kann, die zusammen nicht mal 20 HP haben und ist irgendwie 5 Runden überlebt. Ja, weil ihr Dullis seid. Ich verstehe das sowieso nicht, warum ihr mich rausfokust, weil ihr am Endeffekt mehr Punkte braucht und mich jetzt so gut wie tot geschossen habt. Aber cool, wenn ihr das halt so macht, dann ist das euer Bier. Ja, wir müssen Cornelius langsam auch ein bisschen angreifen. Ja, aber der schwitzt da. Ist egal. Erstmal Naschlapp und dann Cornelius. Aber König in Tod rennen lassen, das zeige ich ihm auch nie. So, weil ich ja eh... was war ich jetzt damit Feines? Lass mich. Das bringt dir auch gar nichts. Na und? Was kann... Fokus bringt euch auch nichts. Schade, dass es noch gereicht hat. Ja, okay, was war schön. Er hat nicht mal viel abgezogen, das ist hart. Naja, es hat... Ja, es reicht. Wenn jetzt ein Gewisser das perfekt ausnutzt, dann kann er da nochmal ordentlich Schaden rausprügeln. Ich gebe dir nur die Vorlage. Jeder ist hier sein Glückes eigener Schmied. Genau, do something. Good. Du könntest vielleicht mal eine Granate übers Ölfass hinwegwerfen. Naja, für diesen ganzen Spott und Ton würde ich die ganze Zeit eigentlich nur Terror und Tod über Cornelius fallen lassen. Aber gut, das musst du entscheiden. Ja, will ich ja auch, aber ich weiß nicht, wie ich ihn angreifen soll. Oder bunker dich ein. Na, okay, erstmal retten. Das hätte ich da nicht hingebaut. Wie kann ich das drehen? Gar nicht. Aber ich hätte es einfach vor das Ölfass gesteckt, damit da keine Granate reinfallen kann. Dass da eine Granate reinfallen kann, also... Naja, ich hab schon einiges gesehen, was die KI drauf hat. Ja, ich mach das einfach mal so. Wir sind aber nicht die KI. Das ist ja das Gute dabei. Ich hab Angst. Ja, schieß. Schade. Ah, schade. Der hätte noch ein bisschen ran müssen. War echt knapp, ey. Ach, scheiße. Janik, du bist tot. Nicht den armen Janik. Mich so sehr, ich bin Janik! Hallo? Was war das jetzt? Das war ich. Ja, er nutzt die Situation komplett aus. Aber ich hab's euch ja, ich hab's so im Falle reingeblieben. Aber gut. Ja, komm, Heiko, der Cornelius wird zu stark. Bist du auch ja, natürlich auf. Wird der jetzt. Wird jetzt eliminiert. Oh! Du bist jetzt Janik, du kannst mit dem Baseballschläger den da komplett runterkicken. Geht es nach rechts? Ja, ja, du musst... Genau. Nimm Baseballschläger. Ja. Befördere ihn ins Aus. Zielen? Jo, wunderbar. Oder so. Jetzt spring runter. Ja, klar, natürlich. Wir haben sonst nichts zu tun. So. Na, Schlapp, lass den armen Heiko leben. Der hat dir nichts getan, der ist immer unfassbar freundlich zu dir. Ja, genau, flieg zum Cornelius. Alter,
Naschlampen, bist du bescheuert? Nein, ja! Ja! Schade, ich wollte noch die Dings mitnehmen. Die Kiste, dass sie kaputt geht. Schade. Hätte geklappt. Bye bye. Schade. Bin ich gut. Ich werde mit euch mit diesen 4 HP. Heiko, warte, jetzt meinst du, wenn du jetzt Mr. töten. Wes, du hast den Luftschlag. Ich hab den Luftschlag? Du hast den Luftschlag. Ja, du hast den Luftschlag. Benutz ihn. Weise. Oben links. Brenner. Nee, oben rechts. Ich wollte jetzt Heiko ausschalten. Sonst zieht er dich noch ab. Ja? Also könnt ihr mich nicht ausschalten? Ich hab wo ist denn der Luftschlag? Eigentlich an deiner Stelle. Links. Also ich hab noch 3 Würmer. Er könnte mich mit einem Ding gar nicht ausschalten. Ah. So, und jetzt versuchen zu drehen. Ich glaube, über Tabulator ging das. Ja, Tab war's. Tab. Und jetzt am besten nicht mittig zielen. Geht. Drück einfach auf. Tab. Ist egal jetzt. Kann sowieso nur schief gehen. Ja, boah, Schwein gehabt, ey. Oh, gut, aber heftig. Boah. Boah, heftig. Heiko, an deiner Stelle würde ich jetzt einfach mal Naschlapp ausschalten. Weil der nicht da ist. Also ich muss, also du bist jetzt Cornelius, ist ja sowieso dran. Ach, kann man doch auswählen, bevor man jemanden wählt? Nein, er hat nur seine Fähigkeit dafür benutzt. Ja. Oh, macht es jetzt so richtig heiß. Er möchte sich rausninjern. Wir will nur den die HP. Ja, ich glaube, der will Chrissy. Ja, den kann er haben. Wenn wir farmen, das macht er auch nicht mehr. Das ist doch so scheiße, ich komme gar nicht. Nein! Oh, Schwein. Ich glaube, jetzt eine Granate nach unten, ne? Ach, der hat ein Schildschild gemacht. Ein Teleportschild. So. Autsch. Warum ist das so? Klassischer Fall vom Overkill. Was denn das Wort ist Overkill? Voll ins Gesicht reingelegt. Aber er hat überlebt dann, oder? Nein! Weiß ich nicht. Doch ein Schutzschild, scheiße. Jetzt ist ja dieses Teleschild-Ding gewesen. Ach, Kacke. Ja, jetzt gibt's Rache. Jetzt musst du hier mit den Ninjas. Muss ja mit dem Ninja hoch sein. Ja, ja. Jetzt gibt's richtige Rache. Ja, Rache. Wie ja. macht er das jetzt? Notfalls bombe ich den auch gleich raus. Hab da auch noch einen Luftschlag. Aber du hast zum Glück kein Jetpack mehr. Ja, und reicht der Luftschlag immer noch. Scheiße. Kannst du ihm auch Dynamit-Ding hinlegen? Ja, ja. Genau. Ey, ihr wisst aber meine schon, jetzt. Naschlapp kriegt gleich einen Punkt. Ihr müsst den jetzt nächste Runde töten. Sonst kriegt er einen Punkt, wenn ich tot bin. Ja, ich habe. Wenn ich tot bin, keine Ahnung. Kriegt er einen Punkt. Und das ist ja, ich weiß, aber trotzdem, ich wollte nicht gerade ein bisschen. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Egal, 4 HP, das ist mir wert. Das wisst ihr schon. Wenn ich jetzt sterbe, dann stirbt Naschlapp auch. Und wenn stirbt Naschlapp nicht, dann wird Naschlapp nämlich immer noch euch mit Führung sein, egal was er macht. Ja, diese 17 HP, kann ich mal einer wegmachen? Ja, eben. Ja, das kannst du mit Yannick machen. Das musst du machen, sonst wird Naschlapp jetzt, wenn er mich killt, dann bin ich weg. Und ja, ich kann dich nicht töten, das weißt du. Ich kann das ja, nicht du machen. Kannst höchstens einen Luftschlag da reinhauen. Aber das wäre auch die einzige Sache, die ich gemacht hätte. Wenn man ein ehrwürdiges Ende reingedonnert. Wir ganzen. Aber das Problem ist, es ändert ja nichts an der Tatsache. Obwohl, Heiko ist jetzt ziemlich stark, ne? Ja, eben. Ja, ich bin allgemein eher schlecht. Heiko hat sowieso Zweiter in der Liste. Ja, mit West zusammen. Ja, mit West zusammen, also die Argumentation, dass ich auch Zweitletzter also wirklich. Die Argumentation, dass ich auch Erster bin, läuft ja auch, ne? Aber Pferdemasken auspackt, der gehört... Ja, stimmt, warte, er Pferdemaske, das ist besser. Das ist besser, genau. Ja, komm, also auf dir drauf. In meine letzte Runde, von daher. Das glaube ich nämlich nicht. Das wird meine letzte Runde sein. Oh, das war Glück. Es hätte nicht schlimmer passieren können. Also ich habe nichts, um dich da groß zu verletzen. Und den anderen hätte ich ja auch nichts groß verletzen können. Die Wache relativ offen. I want you to D.O.R. Was habe ich denn jetzt noch? Ja, der West, der West wird sich einbunkern. Der wird der wahre Sieger sein. Ja, wahrscheinlich. Schraubenschlüssel, Teleporter. Ja, Teleporter zu Cornelius. Das wäre so bescheuert. Der niedelt sich jetzt ein hier. Machst du einfach über die Überlebenskiste, dann kann die keiner klauen. Das geht nicht mehr. Das teleportieren. Wär. Außerhalb seiner Reichweite. Wenn er sich dahin teleportieren würde, wäre es echt hart doof. Doch, wieso? Es gibt ja nicht mehr wirklich viel. Wobei, außer Luftschläge von den Lenkrad.
Ja, Lenkrakete hat aber glaube ich jetzt nicht. Nee, Dings hat Heiko hat glaube ich noch eine Lenkrakete da, ne? Ich habe auch noch eine Lenkrakete. Und du hast auch noch eine. Kannst du jetzt hier meinen Schicksal wenden? Kannst du dann deinen Lohn holen? Oder rächt sich jetzt erstmal an Heiko? So ist es, mein Freund. Nicht Chrissy. Wobei, das hat man schon, gell? Ja, okay. Ja, das Thema hattest du schon, der arme Chrissy. Einfach Granate rein, ist gut. Scheiße. Das war so viel zum Thema Aim. Get off my obstacle. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Weil was schön ist, am besten träumst du von mir. Der letzte, der von Cornelius noch da ist, ist Pimmel. Ja. Heiko, das musst du jetzt machen, ja? Das weißt du. Ja, alles ich habe hab ihn auch die ganze Zeit am Leben gelassen. Gib dir eine Flammenfaust. Gib dir eine Flammenfaust. Ja, mach was du willst. Warte, nee, werf die Granate. Stimmt, werf die Granate. Nein, ich mach's auf die sichere Art und Weise. Ich mach's auch mit immer der noch Granate triffst du oder so. Ah, nein! Offiziell versagt. Du bist so ein Idiot! Wie kann man das denn? Mit der Granate nein, ist das Ding geworden, ey. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich dich echt voll gern hab. Alter, jetzt holt er sich das Leben, ja? Das weißt du schon. Jetzt packt er natürlich Heiko, du bist so kacke! Oh, nein, holy hell! Du kranke Schwein! Du hast meinem Mann ja Schaden zugefügt. So. Oh, Halleluja. Ich wollte sie noch nutzen. Ich hätte so gefeiert, wenn mein Wurm dein getötet hätte durch die Explosion. Ich hätte dir auch ehrlich gesagt gegönnt. Kein Scherz, aber das war jetzt einfach nur blöd von dir, ja. Also, ich wollte es dir echt nicht antun. Kein Scherz. Das war eigentlich für jemand ganz speziell. Mr. West, aber nimm mal eine Bunkerbombe und gib die auf Lister. Was? Eine Bunkerbombe. Die fliegt gerade auf einen runter und gibt 30 Schaden, dann wird Lister nochmal getroffen. Bunkerbombe? Mhm. Die fliegt auch durch Erde durch. Ja, die gräbt sich kurz ein, das ist quasi wie so ein... Aber nur kurz. Wo ist denn die? Die ist direkt beim Luftschlag, in derselben Reihe. Nein, da hab ich die nicht. Nee, weil dann hast du die über eine Kiste eingesetzt. Was ist eigentlich diese Wachkanone? Oh, also die stellst du auf und die macht Peng, Peng, Peng. Ich glaub sogar, dass das Nachschlag noch gewinnen kann, das Ding hier, ja. Ich sag doch, der gewinnt noch. Elektromagnet, Schrauben... Wenn auf das Ölfass, Alter. Dann ist Ende. Für West. Na, außer er wehrt sich jetzt. West so muss viel jetzt, Schaden, so groß jetzt ist agieren. Die Explosion des Fasses, ist es nicht. Das schafft er. Das reißt den West nicht raus. Das reißt aber ein Loch rein, dass du dann dahin schießen kannst. Ja, aber bis dahin bin ich tot. Weil er auch was noch nutzen kann. Ja. West war schon 7 Sekunden, wollte ich nur dran. Ja, ist zu spät. Nee, ich kann ja nichts machen. Der kennt sich da den Arschwund, ne? Also ich würde euch mal meinen, da könnte man was tun. Aber das ist jetzt mein Ziel, aber gut. You're here to follow order, soldier. Stimmt, den haben wir wirklich gar nicht. Schade. Andersrum! Ah, Idiot. Ja, wieso? Da ist doch auch eine Wasserlage. Oh. Stimmt. Trotzdem ist er ja nicht reingefallen, aber jetzt brennt er nochmal kurz. Kannst du sagen, der arme Jammy. What the fuck, der hat 73 gerade verloren. Ja. Das ist hart. Also Yannick, hast du noch eine Lenkrakete? Jetzt musst du eigentlich auf Naschlapp schießen, sonst ich kannst du Naschlapp töten, sonst bin ich letzter. Ja, eben. Ja, du kannst auf Cornelius schießen. Dann ist er letzter. Das wird ja, aber nicht reichen. Das reicht nicht. Du schieß auf Naschlapp. Schieß auf Naschlapp. Nur auf 50. Ja, gemacht, was willst. Nach oben zielen. Und nicht zu doll. Leicht schießen. Nicht mal halb voll. Ja, genau. Ja. Das hast du wahrscheinlich 45. Überlebt, oder? Ja. Nee, 45. Sorry, Naschlapp, aber... Ja, nee, ist in Ordnung. Ich hätte eigentlich mit der... Ja. Das hätte ich sinnvoller machen können, definitiv. Du hättest es wesentlich sinnvoller machen können. Was machst du jetzt, West? Du hast noch schon, eine... Ich hab schon der Jetpack gefällt. Hast du nicht mehr. Ja, der West kann warten. Ja, was hat den West dann noch zu jucken? Also an seiner Stelle würde ich den Cornelius niederschießen. Aber dann hätte er bessere Siegchancen. Er hat doch gar nichts. Deswegen, er sitzt da jetzt die Runde aus. Hello. Ja. Oh, ich hätte dich so gelacht, wenn du auf Kapitulieren gedrückt hättest. Ich hätte dich so gelacht, ich hätte dich so ausgelacht, meine ich. Ich hätte es aber West auch zugetraut, das ist es ja. Oh Mann. Lalalala. Ich hätte, irgendwie fühle ich mich gerade wie ein. What? Okay, ja, sehr gewagt, aber guter Versuch gewesen.
Also ich fühle mich gerade irgendwie so ein Anno, ich weiß nicht. Es gab so ein Spiel, wie hieß das nochmal? World of Petman? Ja, genau. Ja. Fühle ich mich gerade so ein bisschen. Du könntest eventuell, okay, du könntest auch schweißen. Du könntest, ja, oder? Du könntest zum Lebenspunkt gehen und dann runtergehen auf die Fläche und dann dort eine Granate reinwerfen. Wie viel Fallschaden habe ich? Zweimal. Und oh, verdammt. Musst du aber auch vorher auswählen. Ja, habe ich. Ja, ist ein sehr großes Risiko, weil die Fallschirme, die kannst du... Okay. Jetzt musst du nochmal auswählen, ja? Ja, habe ich. Was? Hau ab! Ja, was willst du? Du kannst best in der einen Runde nicht töten. Oh, das wäre jetzt hardcore, wie ist das? Jetzt bist du tot. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber du kannst doch reinwerfen. Werfst du rein, versuch nochmal eine Granate reinzuwerfen. Aber und nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Los, mach's so schnell. Das ist doch fucking gut. Time waits for no worm. Nein! Du wirst es erst. Du hast nicht aufgeschaltet. Ey, weißt du, der hätte den letzten Platz verdient. Der hätte es echt verdient. Yes, sir! Lalalalala. Ist das geil. Oh Mann. Ja, ey, unglaublich. Ich ist das. Kam immerhin rein. Der hat wirklich den letzten Platz verdient. Er verkackt alles. Mein Gott, aber gut, ja. Das ist halt nicht. Jetzt drückt einfach mal die Leertaste. Ich will nur kurz was machen. Wollt ihr jetzt da ausharren, bis das Wasser West erreicht, oder was? In der Theorie könntest du auch was probieren, aber das erzähle ich jetzt nicht. Nee. Du willst ja auch nicht, dass West gewinnt, sonst holt doch, er dich ja ein. Eigentlich schon. Dann holt er dich aber ein. Da und? Willst du nicht gewinnen? Vielleicht nicht. War eigentlich letztes Mal erster. So, ja, mach schlapp. Warte, wie viele Punkte hat West? Ohohoho, der Herr West traut sich aus seinem Versteck. Sehr gewagt. What you doing in the army, boy? Da kann mich nicht da rausschlagen schon mal. Er hat noch eine Lenkrakete. Ja. Ja, aber der kann. Ja, ist schon klar, aber der kriegt mich trotzdem nicht besiegt. Und wenn das Wasser steigt, dann ist er am Arsch, weil er muss nach oben. Ja, 11 Minuten, aber bis das Wasser steigt. Hm? Und nee, der hat doch keine Lenkrakete mehr, der hat die doch eben auf Dinges geschossen. Nein. Das war ein Bomber. Achso. Der Schweiß. Ah, der kriegt sich nach oben, nein! Hey, Leute, aber nicht so falsch für dich. Es kommt darauf an, was in dieser Werkkiste links ist. Ja. Beste brauchst du einen Fallschirm. Ach so, genau. Ach so. Okay. Wenn da jetzt so ein Betonesel drin ist, dann GG. Was ist ein Betonesel? Oh, der du hast alles. Worms echt nicht lange gespielt, oder? Nein, da ist ein Schraubenschlüssel drin. Na gut. Du musst jetzt mit Fallschirm. Der Betonesel ist nur in der Waffenkiste drin. Der hat keinen Fallschirm mehr. Ach so, hat da irgendwas Ninja-Seil, irgendwas. Ninja-Seil kann sich doch abseilen. Ich könnte noch runterhängen. Ja, aber ich trau... Trau dich das, Bess. Seil oder irgendwas. Aber mach hin. Ja, der hat das gerade nicht aktiviert. Der hat ihn aktiviert, im letzten Moment. Gib ihm ordentlich Zunder. Nein. Ach, Bess. Das hättest du gleich am Anfang machen können. Jetzt nicht, dass du ersäufst, dann lache ich dich aus. Jetzt beeil dich schnell, Dynamit, irgendwas. Irgendwas, los. Ach, es ist zu spät. Feuer! Ja. Nein! Ah, egal. Aber rauskriegt er mich auch nicht und gekillt kriegt er mich immer noch nicht. Rauskriegt er dich. Leute, nein! Schub ihn doch einfach in den scheiß Wasser oder sonst irgendwas. Das krieg ich von da nicht zu 100% hin. An der Baseballknüppel geht sogar, theoretisch müsstest du nur gegen die Wand schießen. Aber nicht zu 100%, das ist das Problem. Ist mir egal. Hey, ja, no risk, no fun. Ja, eben. Nein, wer jetzt den Baseballschläger aus? Hau den West einmal ordentlich. Oh, lol. Okay. Leute, holt euch schon mal eine Runde Popcorn, geht um aufs Klo, das kann auch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich hol mir jetzt mein Essen. Oh, tu das mal. Alter. Ich hab Spaghetti. Fällt das runter, oder? Ja, das fällt runter. Platsch. Das gehört. Platsch. Ich hab echt gedacht, jetzt geht's zu Ende, Doppelsprung rückwärts. Was machst du da, Will?
Jetzt geht er da rein. Ist das geil. Das ist doch der Brenner, ne? Ja. Ja. Oh, Scheiße. Ich dachte, ich dachte, jetzt die Bazooka weiter. What are you doing in the army, boy? Muss jetzt wirklich überlegen. Kann ich hier auch runterkommen? Hm. Was machst du jetzt? Jetzt ja, eben. Ich überlege wirklich, was ich mache. Marine. Kill. Der kam jetzt aufeinander zu, oder was? Ja. Weg kriegt der Würmer. I'm on it. Das ist auch geil. Was? What the fuck? You disgrace my beloved Marine Corps. Ja, das geht irgendwie nicht. You're here to follow orders, soldier. Grab dich. Ja, das ist wie bei Königsmord. Echt, die letzten beiden Könige, die rennen da. Why are you here, boy? Ja, werf, komm. Straight runter. Ich hab einen Lock auf. Straight, wie es nun mal ging. Warum? Verstehst auch nicht so ganz. Yes, sir. Oder will er dich absaufen lassen? Ich weiß es nicht. Das wäre echt aber hart. Mein. Der hatte noch die Lenkrakete, oder? Ja. Von uns wollte noch mal 3 Runden Worms spielen. Ich. Oh nein. Meinst du wirklich, dass du den letzten Teleport von dir opfern willst? Du bist gerade an einem sicheren Spot. Ja, kann aber noch sicherer sein. Rechts, west, rechts. Da ist so eine Kiste. Ich würde mich lieber weiter eingraben. Wenn ich ehrlich bin, noch ausharren. Sag dein Gegner. Würde ich aber auch als guter Freund machen. Wie gesagt, sag dein Gegner. Mach was du willst. Dass sie nicht mehr. Würdest du was auch als Freund sagen, also. Das ist. Teleportier dich auf die Mine. Genau, dann haben wir es gewonnen, immerhin. Also. What you doing in the army, boy? Leute. So unentschieden. Schlimmer als eine Frau, schrecklich. Nein! Oh, Schock. Nein! Schade. Doch! Nein! Oh. Hä? Malbo. Geil! Geil. Boring. Das ist ja eure Schuld, dass es boring ist. Weil der Naschlapp und ich, wir hatten da noch voll Action, vor allem als ich dabei war, war es echt unterhaltsam noch. Heiko, ich will immer noch der Meinung, du verdienst ja 0 Punkte einfach, weil so wie du dich rausgetrieben hast, ne? Punkte, also wenn es danach gehen würde, was wir verdienen, sollte man mir Punkte abziehen. Oh, was für ein Asozialer. Leute, es endet ja nie. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, hier ist aber so viel zu wenig, ich weiß, es kommt richtig asozial, aber ich hab Hunger. Ach Gottchen. Das kommt die Lenkrakete. So macht nichts. Ja, aber. Jetzt den Stellungskrieg hätte ich nicht weitermachen brauchen. Nein. Oh, fuck. Jetzt habt ihr gleiches Leben in etwa. Also. Jetzt könntest du theoretisch über eine Bazooka ihn umbringen. Let's go. Er trifft. Ja, ist Gegenwind. Woran siehst du das denn? Und links. Du hast echt nicht viel Worms gespielt. Deswegen wird es ja schwierig. Nein. Er muss ja über diese kleine Nische da oben kommen. Das ist ja nicht so das Problem. Ein bisschen Power hinter, dann geht's. Aber auch an, das ist Worms-Erfahrung. Das ist halt dann schon Worms-Skill auf einem höheren Niveau. Der war super unten. Oh, das war echt nicht schlecht. Ich hab nichts gesagt. Das war echt nicht schlecht. Das war ein guter Treffer. Bam, in your face. Nochmal und dann wäre er weg. Kann jetzt bitte einer von euch so brutal fällen wie ich regelmäßig? Nein! You are a killer marine. Kill.
Ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, komische Dinge in den Chat zu schreiben. Das du machst doch. Nein. Jetzt bleibt nur hoffen. Jetzt kannst du ihn über... du hast keine Neckrakete mehr, ne, West? Nein. Oh. Ich habe da irgendjemanden gekillt damit. Weiß ich gar nicht mehr. Du könntest ja mal theoretisch immer noch über eine Bazooka töten. Jetzt wär's dann langsam sicher unrealistisch. Nö, ne, wieso? Sag ich doch, der hackt. Leichte Parabel, also das geht sogar vollkommen. Muss ja nicht mehr. Lass uns jetzt erstmal quadratische Funktionen lösen, bevor wir hier. Bitte, bitte. Nein! Da ist Bumm! Der, und der fliegt sogar! Ey West, mach den Back aus. Also dem KI gönne ich den West. Whee! Oh. Cha 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 cha. Ach, das ich hab jetzt mal 3 Punkte wieder gemacht, ne? In dem Spiel, wo er am wenigsten gespielt hat, erstaunlicherweise. Ah, warte, Moment, ich glaube, ich habe beim letzten Mal mich vertan mit meiner Punktzahl, weil ich habe nämlich nur 2 Punkte. Ja, deswegen hat er, wenn ich gerade drüber nachdenke. Weil ich habe ja eine Niederlage, jetzt habe ich 5. Genau, jetzt hat er 5. Du hast 6, ich habe 5, Heiko hat 4. Heiko hat 4. Du hast, nee, und ich habe 3. 2. 3. Ja, 2. Also die letzte Chance ist, Heiko zu erreichen, oder? 2. 2. Ja, du hast nur... Also wenn 3. Ich jetzt... Also nee, 3 hat er. Ich hab 3. Ja, er hat 3. Er hat doch jetzt 2 und letzte Runde hat er 1. Achso, ja, dann hast du 3. Du bist immer noch schlusslich, Cornelius. Ich hab 3, ich hab 4. West, du hast... Ich hab 5. 5 und ich hab immer noch 6. Ich hab 6. Das kann's doch nicht sein, oder? Also 6 jetzt... 4, 3. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, dann... Ja, dann hast du die erste Hälfte vom Royal YouTuber Beef gewonnen. Ja, habe ich die erste Hälfte gewonnen, so, und dann... Ja, es kam danach ja nochmal zu 4 Spiele. Also, 8 ja insgesamt, von daher, alles gut. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Hat noch einer von euch was zu sagen? Nope. Außer, dass Cornelius vielleicht die Granate gefressen hat. Und dass Heiko 0 Punkte eigentlich verdient. ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Ich sag's. Ich hab, ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass ich diese Runde überhaupt gewinne. Ich hatte so Angst. Ich hätte echt gedacht, zwei Platz wäre noch drin, aber naja. Egal, gut, Leute. Bis dann. Ja, ciao. Ciao, Leute. Ciao.